Ab wann kannst du dir eine Rolex leisten? Diese Frage stellen sich eben viele Leute. Eigentlich geht es hier auf diesem Kanal um das Thema Aktien und Aktienmarkt, aber viele Leute kennen mich und wissen, dass ich auch ein Liebhaber bin von Rolex-Uhren. Und in den letzten Tagen kam eine Diskussion auf durch einen geschätzten Kollegen, Wladimir Simonov, und auch Kai Watchweiß, mein Lieblingsuhren-YouTuber und auch ein guter Freund von mir, hat sich zu diesem Thema geäußert. Und viele Leute stellen sich da eben die Frage, okay, aber ab wann kann man sich denn jetzt mal wirklich eine Rolex leisten? Weil da eben ein Beitrag erschienen ist, wo ja der liebe Wladimir eben gesagt hat, hey, grundsätzlich sollte man sich keine Rolex leisten. Beziehungsweise Kai hatte angefangen und gesagt, wenn man nicht mehr als 2000 Euro im Monat verdient, sollte man sich keine Rolex-Uhr kaufen. Das hat viele aufgeregt. Und dann hat eben Wladimir Simonov nochmal gesagt, hey, man sollte da wirklich erstmal an die Altersvorsorge denken. Und in diesem Video gebe ich dir mal ganz genau mit, welche drei Regeln du beachten musst, bevor du dir eine solche Luxusuhr gönnst und auf was du eben achten musst, dass du eben auch das Ganze mit gutem Gewissen machst und dir eben nicht die Altersvorsorge oder deine finanzielle Zukunft sogar kaputt machst, weil viele Leute ja, sind eben auf diesen Luxusuhrenzug mit aufgesprungen in den letzten 1, 2, 3 Jahren und haben dieses Thema für sich entdeckt und wollen einfach eine Luxusuhr und ja, wollen natürlich dann auch so schnell wie möglich eine Uhr, weil sie sich natürlich auch immer wieder einreden, das ist ja ein super Investment, da stecke ich mein Geld rein und dann geht das auch durch die Decke, habe ich vielleicht nächstes Jahr das Doppelte. Aber die Realität sieht anders aus, deswegen gebe ich dir jetzt die wichtigsten Regeln mit, bevor du dir wirklich da eine Luxusuhr vielleicht kaufst und in finanziellen Schwierigkeiten reinkommst. Regel Nummer 1, die du beachten musst, bevor du dir eine Luxusuhr kaufst, womit du dich auch überprüfen kannst, du darfst dann nicht zu lange nachdenken. Also wenn du von dir aus merkst, du möchtest zum Beispiel eine Uhr für 10.000 Euro kaufen und dich bringt das schon ins Schwitzen, du musst da voll drüber nachdenken, du musst da kalkulieren, du sagst, ah, das ist irgendwie knapp mit meinem Ersparten, dann kannst du sie dir definitiv nicht leisten. Es sollte auf jeden Fall locker machbar sein, weil, wie gesagt, diese Uhr, die bringt dir keine Freiheit, die bringt dir kein passives Einkommen, die bringt dir nicht, wie am Aktienmarkt, irgendwelche Dividenden, sondern die bringt dir allerhöchstens erstmal Spaß. Spaß am Handgelenk, ja, und den solltest du dir auf jeden Fall leisten können, sodass du halt, ich sag jetzt mal, nicht darauf angewiesen bist. Bedeutet also, es gibt auch so eine einfache Regel, wenn du es dir nicht zweimal kaufen kannst, dann kannst du es dir nicht leisten. Deswegen überlege dir wirklich, kannst du dir für 10.000 bis 12.000 Euro, da liegen ja so die Einsteigeruhren, kannst du dir das leisten, ohne dass es jetzt wirklich, ja, ich sag mal, alles andere in deinem Leben, was geplant ist, was vielleicht wichtiger ist als eine Uhr, weil eine Uhr ist eine Uhr. Ich liebe auch Uhren, aber es bleibt eine Uhr. Das ist schon gar nicht auf Kredit. Da hat der Kai, man kann damit nichts mehr machen als die Uhrzeit lesen und Spaß dran haben. Das war's. Und da sollte man jetzt nicht das Geld investieren, wo man vielleicht sagt, ah, in 2, 3 Jahren bräuchte ich das eventuell. Deswegen sei da wirklich ehrlich zu dir und beachte diese Regel, dass es wirklich locker sein muss und eben nicht auf Krampf. Auch eben eine Geschichte gehabt, vor ein paar Monaten hatte sich jemand dann auf einen Höchststand eine GMT Master Pepsi gekauft für 30.000 Euro auf Kredit. Diese Uhr ist dann auf 20 gefallen, hat dieserjenige natürlich ein Riesenproblem gehabt. Deswegen lasst solchen Nonsens und seid dann lieber vorsichtig und wartet vielleicht mal ein Jahr länger, bevor euch solch eine Luxusuhr gönnt. Dann Regel Nummer 2, und das ist ganz, ganz wichtig, das hat auch der liebe Wladimir gesagt, du musst, bevor du dir so ein Luxus gönnst, und das sind nun mal Luxusuhren, ja, das Wort Luxus ist in diesem Wort ja drin, du musst deine Altersvorsorge absolut geregelt haben. Das heißt, du musst einen ganz klaren Plan haben, wie du dein Vermögen aufbaust, wie du im Alter auch dastehst. Das heißt, du musst dich eben mit solchen Themen wie ETFs oder Aktienmarkt beschäftigen und da muss auch schon eine gute Summe im Monat reinfließen. Wenn das nicht der Fall ist, dann denkst du vielleicht, du kannst dir die Rolex-Uhr leisten oder eine andere Luxusuhr leisten. Aber eigentlich müsstest du dieses Geld, was du in diese Rolex steckst, für deine Zukunft investieren in Assets wie zum Beispiel in den Aktienmarkt, wo man wirklich sagen kann, das ist ein richtiges Investment. Warum? Weil mit Luxusuhren wirst du nicht finanziell frei werden. Ja? Höchstens, wenn du Uhrenhändler bist, aber ich denke nicht, dass Uhrenhändler hier dieses Video schauen. Deswegen kümmere dich, bevor du dir irgendeinen Luxus gönnst. Das gilt auch für andere Luxussachen. Das gilt für ein Luxusauto, ja, für Luxusurlaube, bevor du die Altersvorsorge nicht geregelt hast. Durch meiner Meinung nach der beste Option, den Aktienmarkt dafür zu nutzen, das eigenständig auch zu machen. Da solltest du gar nicht an eine Luxusuhr denken und da dich auch nicht selber belügen und sagen, oh, ich habe jetzt aber 30.000, 40.000, wenn ich davon jetzt 10 in eine Uhr stecke, das schränkt mich ja nicht ein. Aber wenn du 0 Euro für deine Altersvorsorge irgendwo investiert hast, dann solltest du das eher angehen und da keine Uhr kaufen. Dann Regel Nummer 3, ja, es sollte dir auch Spaß machen. Du solltest das nicht als Spekulationsobjekt sehen. Ich finde das immer traurig, dass Leute sagen, oh, ich kaufe jetzt eine Uhr und hoffentlich ist sie nächstes Jahr mehr wert. Das ist investmenttechnisch schon eine ganz, ganz falsche Strategie, weil du solltest niemals investieren und dann hoffen, dass irgendwas steigt, sondern es sollte ein fundamentaler Grund da sein, dass du in ein Asset reingehst und sagst, ich kaufe das, weil ich davon ausgehe, dass es mir wirklich was bringt, dass es mir auch laufend Cashflow bringt und nicht einfach aus einer Hoffnung heraus. Und am Uhrenmarkt muss man sagen, der reelle Wert von einer Uhr, der ist meistens viel, viel niedriger als der Preis. Das heißt, wenn schlechte Zeiten da sind wie jetzt,
dann sieht man auch den Uhrenmarkt massiv crashen, weil es eben auch nicht prima als Investment gedacht ist. Natürlich, viele Uhrenhändler haben das als Investment angepriesen, aber es ist in Zeiten wie jetzt einfach kein gutes Investment, es sei denn, du bekommst wirklich eine Uhr für den Listenpreis, die wirklich über dem Listenpreis gehandelt wird, aber auch das ist meiner Meinung nach in den meisten Fällen absolut verzerrt und sollte nur dann gemacht werden, wie gesagt, wenn alles andere geregelt ist. Jetzt im letzten Punkt kommt natürlich noch die Frage auf, okay Maxim, aber gibt es denn eine pauschale Regel, wie viel Vermögen man hat, bevor man sich solch eine Uhr gönnen kann? Und ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich pauschalisiere solche Sachen eigentlich nicht so gerne. Man kann jetzt nicht sagen, ab der Summe kauf dir da eine Uhr. Aber in Kombination aus, du hast eben schon einen klaren Plan für deine Altersvorsorge, du hast alles andere finanziell irgendwo in sicheren Tüchern, du hast einen Notgroschen, also du hast wirklich eine Cash-Reserve, die auch mal für Notfälle da wäre. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn du irgendwie deinen Job verlierst oder wenn irgendwann was sein sollte, brauchst du auch mal einfach Cash. Ja, natürlich, eine Uhr kann man auch wieder verkaufen, aber das ist dann auch schmerzvoll, wenn du wirklich deinen Notgroschen in eine Uhr legst. Macht nicht so viel Sinn. Und meiner Meinung nach sollte dein Vermögen mal mindestens zwischen 50.000 bis 100.000 Euro liegen. Mindestens. Am besten ab 100.000 Euro. Wenn man eine Regel pauschalisieren würde, ab 100.000 Euro Gesamtvermögen, kann man vielleicht mal drüber nachdenken, sich die erste Luxusuhr zu kaufen. Vorher würde ich es absolut nicht machen. Auch wenn du vielleicht sagst, ja Maxim, aber ich habe ein Vermögen von 50.000, ich habe aber jetzt schon 3 Luxusuhren, ich überlebe. Alles gut, ja, wir leben ja auch hier in Deutschland oder Schweiz oder Österreich, von wo auch immer du zuschaust. Man hat ja auch alles, aber trotzdem solltest du nicht wegen Luxus andere Sachen wie Altersvorsorge irgendwie hinten anstellen, dich einschränken. Wenn du dich wirklich gut fühlst, dann kannst du es auch selber eigentlich erkennen, indem du ganz, ganz ehrlich zu dir bist und sagst, kann ich mir diese Uhr jetzt tatsächlich leisten, ohne einen Hauch von einem schlechten Gewissen zu haben, weil du wirst merken, wenn du dir eine Uhr kaufst, die du dir nicht leisten kannst, dann wird sich das auch komisch anfühlen, wenn du sie trägst. Ja, das ist wie wenn du dir irgendwie einen Porsche kaufst. Das kann man sehr gut vergleichen. Den können sich auch viele Leute leisten auf Kredit, aber wie gesagt, dann beim Tank irgendwie den 10er oder 20er tanken und dann schon aufpassen mit dem Sprit, dann macht das Ganze keinen Spaß, dann macht das Ganze keinen Sinn. Fahr lieber dann ein normales Auto, spare und investiere und mach es dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und das ist so mein Beitrag dazu. Jetzt weißt du auch ganz genau, wann es für dich Sinn macht, eine Luxusuhr zu kaufen, wann es eben keinen Sinn macht, was mich mal interessieren würde. Was hältst du von dem Thema? Bist du überhaupt Luxusuhren interessiert? Ja, hast du schon Luxusuhren? Wenn ja, welche? Schreib es mal gerne unten in die Kommentare. Und ab wann hast du dir deine erste Luxusuhr gekauft? Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Maxim Rode.